Willkommen zurück zur weiteren Folge von Beyond Good and Evil. Ich habe jetzt mal nachgeschaut über dieses Vieh hier, beziehungsweise das Vieh da, wo wir letzte Woche richtig geschwitzt haben. Es ist so belastend und dumm. Ohne Scheiß. Warte mal, wo waren das jetzt? Und mal rumgehen. Also, wie kommt man darauf, ehrlich gesagt? Klar, ich hätte mich genau umgucken müssen, aber komm. Ey, das ist doch fast nicht bemerkt. Man checkt das ja gar nicht. So, erstmal laufe ich mal durch. Alter. Gut, dass ich habe auf YouTube wenigstens ein Video gefunden, was alle Viecher dokumentiert, sogar auf Deutsch. So. Warte mal, stopp, falsch. Ah! Und jetzt geht es um einen Stromkasten, warte mal. Wo war denn das jetzt? Warte mal. Ich muss, glaube ich, zurück. Ja! Jawohl, jetzt finde ich jetzt diesen Ort schon nicht mehr hier. Aber ich gehe nochmal hier hoch, wa? So. Warte mal. Warte mal, ey, ich bin gerade so lost, Digga. Das ist unfassbar. Falsche Richtung, ha? Huh? Oh, Mami. Es ist unfassbar. Warte mal, ich muss hier kurz was machen in Real Life. So. Weg. So. Alte Mine. Oder gab es hier nicht einen anderen Weg? Ah! Oh, Scheiße, wo ist das Gefäß, Mami? Muss ich nicht komplett zurück? Bin ich jetzt. Ich bin wirklich grenzibel blöd gerade. Ich gehe jetzt aber mal zurück. So. Ja, Viecher. Wunderbar. Die fuckt mich hier schon die ganze Zeit ab. Alte Mine. Da sind wir wieder. So. Da vorne muss es sogar sein. Ach Gott. Jetzt habe ich wieder 2 Minuten gewastet hier. Sorry, aber das gehört zu dem 100% Run dazu, ne? So. Hops. Hier. Hier wollte ich hin. Ja, genau. Pass auf, jetzt ist es random. Es ist so blöd und dumm, ey. Den Boss habe ich übrigens telefoniert. Ich schneide das raus, Alter. So, ja, das habe ich vergessen. Man muss einfach nur das hier drauf. Man muss drauf treten und dann kommt das Vieh raus. Ah, oh, telefonieren, Digga, was laber ich für ein Scheiß hier. Planaria rupestris. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bau kriechen. Ja, ich hab's endlich, ja. Entschuldigung. Oh Gott, bitte schneide kein Best auf und klipp das nicht. Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Klipp das nicht mit meinem Versprecher, das war gerade mega unangenehm. Ich schneid's nicht raus, scheiß drauf. Ich stehe zu meinen Fehlern, ha? So. So, gut. Können wir weitermachen? Bitte. Ich hänge schon ewig rum. So, das habe ich erledigt. Ein Vieh noch. Ein Mausrad, hör auf. Ja, okay, wir gehen jetzt komplett raus hier und dann auf dem Weg zurück. Checken wir mal die Lage. Ja. Ey, ohne Scheiß, sorry. Ohne Scheiß, es läuft nicht so gut. Aber wie gesagt, haben wir die Schwarze Insel erledigt. So ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen gecheatetes Geld, weil man es ja immer wiederholen kann. So. Ab zum Eingang. Na komm, spring runter. Ah, ja. Ich hatte aber sehr viele Viecher schon gehabt, auf jeden Fall. Wie ich meine, wir sind jetzt bei der letzten Filmrolle. Oder nennen wir das so? So. Da ist doch das Vieh. Ich sehe es doch schon. Habe ich auch übersehen in der vorletzten oder letzten Folge? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So. Das da, warte mal. Oh ja, da kommt es. Ja. Papilio pilosus. Bemerkenswert. Diese Größe habe ich noch nie gesehen. Entschuldigung. Ja, 5, 4 Viecher noch. Juhu!
So wenige, das heißt, wenn man auf dem Mond gab es noch ein Vieh, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall das können wir zuletzt einsammeln. Da kriegen wir auch das Endergebnis. So. Nochmal ein Sicherheitscheck. Tiere. Ja, okay. Haben wir erledigt. Super. Endlich. Das gehen wir zur Nutri-Pillenfabrik und gucken da nochmal. Den Reaper habe ich eigentlich schon. Also das, Gott sei Dank habe ich den Boss auch von der Insel hier, weil sonst hätte ich das nicht mehr schaffen können auf 100%. Also Nutri-Pillenfabrik, wenigstens haben wir den Beluga jetzt und dann können wir wenigstens viel schneller sein. So, gucken wir mal. Bin ja nicht falsch, ne? Warte mal. Ja, perfekt. Nutri-Pillenfabrik. Und hier noch was. Ja, mal. Ich hab was übersehen. Ja, Schlachthäuser auch noch. Okay. Okay. Wunderbar. Fabrikeingang. Willkommen zurück. In dieser Area. 5 Stockwerke, ach du Heilige. Hä? Also, Tiere. Da sind zwei. Eins? Oha, was? Es muss ja nicht sein, dass alles, ne? Ich habe insgesamt noch 4 Viecher auf der Liste, die noch fehlen. Kann sein, dass eins doppelt ist. Das kann sein. Na gut, ich lasse einfach mal umgucken. Mal, jetzt sind wir im ersten Stock. Zählt das jetzt Wie schon als kam ich mit zweiter? dem Hovercraft bis hierher? Also sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Ja, klar. Natürlich. Aber ich bin jetzt schon im zweiten. Im dritten, Entschuldigung. Von den Viecher. Warum bin ich jetzt schon im dritten Stock? Weil, wenn ich jetzt hier eine Stufe runtergehe, bin ich hier. Oh, ach so ist das. Ja gut, dann muss ich hoch. Auf dieser. Hey, what the fuck? Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Heul nicht. Aufzukommen, da sind wir wieder. Das Spiel muss ja auf 100% lösbar sein. Ne? So, wie komme ich jetzt runter oder ganz hier, na, wo ein Stockwerk höher? Okay, warte mal, ich muss echt gucken. Es gab doch ein Vieh, ich erinnere mich an irgendwas. Ah, lol. Das sind ja die Überreste von dem Boss. So, dritter Stock. Wie komme ich jetzt hier hoch? Wie soll das gehen? Was ist hier im zweiten? Oh, warte mal, ich habe da was gesehen. Perlendetektor. Was? Da ist der Perle? Und ein Vieh? Was habe ich denn hier gemacht? Auf die andere Seite. Warte mal. Hä? Also das ist jetzt aber ein Rätsel da. Westflügel. Ah ja. Kann ich hier durch? Achso, das ist ein kompletter Durchgang. Ah, Leute, das habe ich übersehen. Labor. Oh mein Gott, stimmt. Ja, mega lost und blöd. Amazing. Okay. It's me, Rätsel. Oh, stopp mal kurz. Da ich das. Ah, mein Gott, wie kann man so lost sein wie ich? So. Ja, genau, wunderbar. Mann, du stehst hier im Weg. Hau ab, du fettes Stück Mensch. Wie konnte ich das hier übersehen? Hier ist sogar eine Perle. Ich hätte gleich für Perlen abchecken müssen, ne? Aber eigentlich, die Perlen hat ja immer 100%. Nur das hier kann ich mich erinnern, habe ich auch schon mal verkackt. Oha. Bisschen dit. Au!
Respektiere das Heimteam. Kapitel 12. Ich respektiere gleich ganz andere Sachen. So, hier soll ja angeblich ein Vieh sein. Ich stehe genau daneben. Das da? Lüll. Eides Reimannis oder Reimannis. Vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. $800. Juhu. Okay, gucken wir auf die Karte. Tiere. Ja gut, ich muss trotzdem in den vierten Stock. Ich habe nur gerade ein bisschen Bedenken, dass man da überhaupt noch hochkommt, weil der Aufzug ja broke ist. Gibt es da einen Umweg? Eine Pearl. Sehr gut. Wunderbar. Kann man sicherheitsweise gucken? Okay. So, ab in den vierten Stock. Aua, ab in den vierten Stock, wollte ich sagen. Wenn wir es schaffen. Es gibt eine Möglichkeit. Hier können wir auf jeden Fall eine Stufe höher gehen. So, komm. Kommen nicht wieder Gegner. Okay. Wir sollten aber sicher sein. Okay. Das aber ist aber noch nicht richtig, oder? Nummer 3, ja. Müssen 4. Gucken wir uns mal um, wa? Sie müssen springen, Miss Jade. Was springen? Ich muss gar nichts, ja. Ich muss gar nichts. Von da kann ich nichts machen. Überall Türen etc. Okay, gucken wir mal. Geht das hoch? Ja, das geht hoch. Okay, vierter Stock. Geil. Verladedock. Okay. Wenn ich hier rumgehen kann, dann bin ich fast da. Wo ist denn das? Oh nee, das ist der Bossraum. Oh nein, ich komme hier nicht mehr weg. Ich schaffe das nicht mehr. Ich kann die 100% nicht schaffen, oder bin ich jetzt... Da habe ich irgendeine Möglichkeit übersehen. Oh nein. Sag jetzt, ich habe jetzt wirklich die ganze Mühe für umsonst hier. Sonst bin ich... Oh nein. Gibt es einen anderen Weg? Vom fünften, aber wie komme ich in den fünften? Ja, es gibt keinen anderen Zugangspunkt. Bin ich jetzt mega blöd. Stück Nummer 3. 2, da ist eine Tür. Da geht's hier zum... Also Aufzug. Ich konnte ja nur den da nehmen. Den hier. Oh nein. Ach komm, sag jetzt nicht, es ist echt nicht machbar. Sonst bin ich echt mad, Digga. Dann verabschiede ich mich jetzt schon von dem Let's Play, Kappa. Das ist doch Mist. Orientierungsproblem. Ich komme ja nicht weiter. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Tja. Doof, ne? Aber ich denke mir so, das Spiel muss ja durchspielbar sein. Wenn man was übersehen hat, man holt ja den Perlendetektor irgendwann. Vielleicht hat man den zu spät bekommen und dann, ne? Das ist kein anderer Durchgang mehr. Da kann ich mich nicht durchpflanzen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht, hochzukommen. Das ist das Labor. Ich versuche mal nochmal diesen Aufzug, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich muss irgendwie in die anderen Gebiete kommen. Oder ist der wieder in Ordnung, der Aufzug? Ne. Tja, ich glaube, das war's, actually. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, das wäre... Ja, das ist die einzige Option, genau zu den Viechern zu kommen. Seriously, ich habe das wirklich verkackt. Ey, wie kann das sein? Wie habe ich das übersehen? Oh, scheiße, bei dem einen bin ich mir, glaube ich, sicher, warum. Oder?
Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Ich komme nirgendwo hin. Das ist der einzige Aufzug, der in diesem Gebiet führt. Auch wenn die Karte was anderes verspricht. Was sind das hier überhaupt? Stockwerk 5, da komme ich nie mal hin. Tja, ich glaube, jetzt haben wir verkackt. Oh Mann, das macht mich gerade so sauer, Digga. Das ist unfassbar. Gehen wir mal hier raus, wa? Ich sehe nichts auf der Karte. Ich sehe gar not. Was irgendwie Richtung Win ausschaut und Deck Success und so. Das ist jetzt doof. Und wenn dieses Prinzip jetzt wirklich nicht mehr machbar ist, dann wird das mit dem Schlachthaus auch nicht anders sein, oder? Ich hoffe einfach nur, das ist dieses Vieh. Oh, hallo Reaper. Ich schieb die weg. Hallo. Ey, die Steuerung fuckt mich jetzt auch ab. Ich hör gleich auf. So. Raus hier. Fabrikeingang. Wollte gar nicht lang. Hier lang. Das ist jetzt, finde ich doof, ja. Da, Nutri-Pill-Fabrik ist Game Over. Ich kann da nichts tun. Ist voll dumm. Was ist das denn für ein Vieh hier? In der Stadt? Hören wir mal. Ist das in der Stadt? In der Stadt? Ein bisschen da lang. Es ist in der Stadt, ja. Hab ich. Ist das dieses Vieh? Das habe ich ja schon. Okay. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Ja, ist. Sorry. Letzte Warnung. Schimmer den Nuggets. Das müsste ja in der Stadt sein, wa? Und das ist, kann man da irgendwie rum? Nee, das muss in der Stadt sein. Unerlaubtes Manöver. Ja, aber nicht. Kollisionsrisiko hoch. So, jetzt gucken wir noch mal drauf. Perlen, ja, man kann ja die Nebenmission machen. Ja, das ist ja jetzt auch wieder blöd gemacht. Warum wird das Tier nicht angezeigt oder ist es gar nicht da? Ah, diese Map ist so scheiße gemacht, Digga, ich raste aus. So. Ist das überhaupt die Stadt? Was ist das für ein Punkt jetzt in der Mitte? Boah, ey. Komm. Ich fahre jetzt da durch und guck jetzt. Geh jetzt in die Fußgängerzone und dann guck ich mal. Wenn ich keinen Success habe, werde ich das einfach das Spiel durchspielen. Weil ich kann ja anscheinend jetzt das wirklich nicht mehr lösen, dieses Problem. Ja, hier ist ja die Gornets. Gornots. Noch Perlen wegen. Ja, hier sind überall diese Nebenmissionen. Mama! Obwohl, ne, hier. Aber, ich muss eine Nebenmission machen für das eine Vieh hier. Ich hoffe einfach, dass es das von der Nutripillenfabrik ersetzt. Ja, das ist meine einzige Hoffnung, dass die mehrmals vorkommen. Ach, das Kartensystem ist auch blöd. Wieso kann man nicht einfach alle Sensoren gleichzeitig anmachen? Seriously, ey. Ist das hier direkt? Da ist er durchgegangen. Ach, Kacke. Ja, da sind die Perlen. Nee, ich muss zum Brunnen. Ich muss rüber. Alpha heißt Mörder. Währenddessen eigentlich müssten die alle entführten Leute schon sterben auf dem Mond, weil ich hier rumgurkel. Ist ja unfassbar. Ja, die Tür, oder was? Ja. Yep. Sieht so aus. Guck mal. Erste Nebenmission, ha? Schuppen. Oder? Ist das eine Nebenmission? Ah, guck mal. Nee. Ein Code.
Hm? Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ist doch noch ein Code. Wie soll ich denn das jetzt herausfinden? Code eingeben. Das ist jetzt, wir haben keinen Code. Das ist keine Nebenmission. Aber mal, hä? Das ist ja. Ja, das Vieh ist da drinnen. Und der Perle. Hä? Warte mal, was ist da jetzt für ein Code? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man zu dem Code kommt. Ja gut. Dann raus hier, ha? Ich habe halt wirklich langsam keine Lust mehr, die vorher 100% zu machen. Weil das halt einfach wirklich doch ziemlich scheiße gemacht ist. Hm. Was haben wir hier? Kann man hier rein? Kann man sogar. Transit. Ah, ja. Sowas nennen die also einen geschützten Bezirk. Und lassen alles verkommen. Egal, dort ist ein Weg. Wir können uns durchschleichen. Warte mal, bevor ich hier irgendwas tue. Keine Daten, okay. Das ist auf jeden Fall eine Nebenmission. Lass mal machen. Dort geht irgendetwas vor. Ich sehe mir das mal an. Bleiben Sie da. Oh, die Scheiße. Oh Mann, ey, das war nicht so cool. So, wie wir exklusiver Content, ich muss hier gar nichts machen. Weil ich sollte mal vielleicht die Heilung ready machen. Die Nebenmission war meistens ziemlich painful. Oh, rennen. Ja, ja. Kamera. Bitte. Seien Sie human zu mir. Ich habe hier halt keine Daten. Also Tiere werden hier wahrscheinlich nicht sein. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Ah, das ist eine Perle. Das ist ein Rätsel, ha? Boah, Alter. Weiß, ob ich richtig bin. Sieht so aus. Hinter mir ist gar nichts. Gut. Ja, da sind mehrere Absprünge. Was ist, wenn ich hier runterspringe? Oh, ist das wieder. Also, ich bin wieder unten, oder was? Also, beziehungsweise. Gucken wir mal. Ja, ich bin wieder unten, so wie es aussieht. Oh, Kacke. Boah, Alter. Gehen wir mal hier hoch. So. Die Perle ist da hinten. Das heißt, gucken wir mal von hier. Yeah. Oh, das war gemein. Oder war das schwer? Ich kann mich nicht erinnern. Nein! Nein! Okay. Wir sind safe. Safe Point. Sehr human. So. Okay, dann muss ich dann da hinten runter und dann kann ich zur Perle? Hoffen wir es mal. Mach mal hin, du bist langsam, Container. Schnell! Gott, nicht nochmal. Nicht mal mit dieser Scheiße dazwischen. Oh, oh. Okay. Oh, Manometer. Aua. Boah, es ist fies. Da muss ich jetzt runter, ha? Huh? Ja, wunderbar. Bisschen verwirrend, aber es geht voll.
Gewitter May! Juhu! Immerhin, eine Sache geschafft. Da geht etwas Seltsames vor sich mit komischen Behältern und einer Perle. Was machst du denn da? Na gut, okay. Gut, passt. Nummer 1 erledigt. Das war, glaube ich, sauschwer. Das ist nur der Schuppen. Lass uns das hier machen. Obwohl, warte mal, ich muss eine Pause machen. Ja, hä? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne was da. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Beyond Good and Evil. Ciao, ciao.